Herzlich willkommen bei einem neuen Video im Modul Lärm- und Emissionsschutz. Heute geht es um das Thema B2, um Gewerbe- und Industrielärm. Dazu nehmen Sie sich wieder das Arbeitsheft und schlagen das entsprechende Kapitel B2 auf. Bevor wir mit der eigentlichen Beurteilung gemäß der TA Lärm beginnen, müssen wir einige Grundbegriffe klären oder Beurteilungsgrößen klären. Diese Grundbegriffe sind letzten Endes auch erklärt in der maßgeblichen Vorschrift, das ist die TA Lärm, die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Und sie gilt für Anlagen, die genehmigungsbedürftig oder nicht genehmigungsbedürftig sind und gewerblichen Zwecken dienen. Und der wesentliche Grundbegriff, den wir dafür brauchen, ist der sogenannte Beurteilungspegel LR. LR ist der Beurteilungspegel, das wiederholt sich dann auch in den weiteren Vorschriften zu Verkehrslärm, Sportlärm, Baulärm und so weiter. Und wir unterscheiden zwei Beurteilungspegel, einmal den Pegel für den Tagzeitraum und den Beurteilungspegel für die Nachtstunde. Neben dem Beurteilungspegel gibt es auch noch den Maximalpegel, LP, LP für Schalldruckpegel, P. A bewertet, der Index A steht für die A-Bewertung, F für den Zeitfaktor Fast und Max für den Maximalpegel. Also LPA F Max ist der Maximalpegel für einzelne Schallereignisse. Wie der Beurteilungspegel bestimmt wird, das kommt später. In dem ersten Video soll es jetzt erstmal um die Grundbegriffe gehen und um einige Verfahrenshinweise. Hier die Zusammenfassung nach TA Lärm, also Beurteilungszeitraum ist für den Tag 6 Uhr bis 22 Uhr, ein Beurteilungszeitraum von 16 Stunden. Und für die Nacht gilt der Zeitraum von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, aber da nur die lauteste Stunde, da werden wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden auch später sehen, dass wir verschiedene Zuschläge vergeben müssen für bestimmte Auffälligkeiten, entweder für den Impulsgehalt, Tongehalt, Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit oder in weiteren Teilzeiten. All das kommt später, wenn wir uns detailliert über die TA Lärm unterhalten. Es gibt einen festgelegten Verfahrensablauf, um von der Lärmquelle, also dem Emissionsort, bis hin zum Beurteilungspegel LR zu kommen. Das, was wir hier durchführen werden, sind zwei verschiedene Rechenverfahren. Wir werden eine überschlägige Prognose durchführen anhand von zusammengefassten, A-bewerteten Schallleistungspegeln. Und wir werden auch untersuchen, das aber dann mit Hilfe der EDV, eine detaillierte Prognose, wobei wir dann Oktav- oder sogar Schalldruckpegel, Schallleistungspegel verwenden werden. Dann wird es eine Schallausbreitungsberechnung geben, da komme ich gerade mal vorweg zu sprechen. Das heißt, der übliche Berechnungsablauf sieht wie folgt aus. Ich habe eine Schallquelle, die kann sich in einem Gebäude befinden. Wenn die Schallquelle im Gebäude steht, dann müssen wir uns zunächst ausrechnen, wie viel Schallenergie tatsächlich über die Fassaden oder die Dachflächen oder Fenster oder Lüftungsauslässe ins Freie gelangt. Dann handelt es sich um ein sogenanntes schallabstrahlendes Gebäude. Dann gibt es den Schallausbreitungsweg, den wir uns anschauen und dafür die Berechnungsvorschrift der DIN ISO 9613. Auch das befindet sich in Ihrem Materialanhang. Und dann bin ich am Emissionsort, am Empfangsort angelangt und kann dann am Empfangsort den Summenpegel bilden, die Beurteilung durchführen und den Beurteilungspegel letzten Endes bestimmen. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Schritte vor uns. Wir haben erstmal die Situation, dass wir die Schallquelle beziffern müssen, dann die Schallabstrahlung ausrechnen müssen eines Gebäudes, die Schallausbreitung mit Hilfe der DIN ISO 9613 und dann letzten Endes die Bildung des Beurteilungspegels. Das sind die Schritte, die jetzt in einzelnen Videos
durchgeführt werden.